Dann würde ich sagen, geht's hier jetzt weiter mit im Programm ist es eine Frage, ob es grüne Firmware ist. Dem zweiten Talk von Ufo heute, der vorhin schon was zu Zigbee erzählt hat und dann jetzt ein bisschen mehr Details in die oder über die grüne Firmware erzählt. Okay, danke für die Anmoderation. Ja, grüne Firmware. Ich habe mich übrigens ganz schön schwer getan, irgendeinen Titel für diesen Vortrag zu finden. Habe auch mit meiner Frau rumdiskutiert, was man da als Titel nehmen könnte. Also der Inhalt war klar. Ja, ich bin dann auf diesen etwas spröden Namen oder zweideutigen oder dreideutigen oder mehrdeutigen Namen grüne Firmware gekommen. Vielleicht wird es dann im Laufe des Vortrages klar, warum ich das Ding so genannt habe. So ganz glücklich bin ich mit dem Namen nicht, aber wie auch immer. Interessanterweise, es gab in dem Talk davor eine Frage dann nach dem Vortrag nach Stromversorgung, und da mussten die Jungs sagen, ja, es muss eine Steckdose in der Nähe sein. Und vielleicht kann ich jetzt ein bisschen Anregung in dem Vortrag geben, dass das nicht doch immer eine Steckdose in der Nähe sein soll. Schauen wir mal. Okay, also grüne Firmware. Vielleicht noch mal ein paar Worte zu mir. Wer vorhin nicht in dem Vortrag war um 10 Uhr, beziehungsweise mich nicht kennt. Mein Name ist Uwe Berger. Ich wohne in Brandenburg, Brandenburg-Stadt. Also es gibt auch eine Stadt Brandenburg. Bin organisiert in der BraLUG, in der Brandenburger Linux User Group. Ja, was machen wir als LUG? Wir halten hauptsächlich Vorträge. Es gibt selbstverständlich einen Stammtisch. Wir arbeiten ein bisschen mit dem VHS zusammen, also mit Volkshochschule hier in Brandenburg, machen Vorträge oder die fragen ab und zu mal ein paar Themen an, die sie von uns bearbeitet haben möchten. Wir haben auch irgendwann mal einen BLIT organisiert, einen Brandenburger Linux-Infotag. Der würde sich Die letzte Veranstaltung, die wir durchgeführt haben, haben wir übrigens nächstes Jahr ein 10-jähriges Jubiläum. Ich gucke gerade hier auf meine Plakate. Ich glaube, 10 Jahre ist es her, dass wir den 9. BLIT gemacht haben. Und dann haben wir es irgendwann ausgesetzt. Vielleicht kommt da nochmal eine Neuauflage, wie auch immer. Noch kurz weiter zu mir. Ich bin eigentlich im richtigen Leben Softwareentwickler, einem mittelständischen Maschinenbauunternehmen, was auch eine Zweigstelle hier in Brandenburg hat. Konkret, wir stellen Druckmaschinen her. Ich denke, dann kann man sich denken, wo ich da arbeite. Und entwickle hauptsächlich Software, MES-Software, Logistik-Software und solche Geschichten. Ja, das Foto ist übrigens letztes Jahr hier auf Rügen entstanden. Ich bin nicht der grüne Oktopus da oben in der Luft, sondern ich bin der Typ da unten, der sich das gemütlich gemacht hat. Also, das ist so ein Faible von irgendwo an der. Nee, muss nicht mal an der See sein. Wenn Wind ist, dann hole ich einen von meinen 20.000 Drachen raus und gehe Drachensteigen. Äußerst entspannende Geschichte, kann ich nur jedem mal empfehlen. Gestern war ich übrigens mit meiner Frau mit Bumerangs unterwegs auf dem Marienberg. Das ist hier so eine Erhöhung in der Stadt Brandenburg. Haben uns die Leute auch doof angeguckt. Aber gut, sei es drum. Ansonsten so freizeitmäßig auch Software entwickeln, mit komischer Hardware rumprogrammieren, und im Zuge dem ist auch dieser Vortrag entstanden, wo ich im Prinzip dieses Thema hier beackert habe, ein bisschen. Und zwar, man hat eine coole Schaltung, irgendwelche Module, irgendwelche Sensormodule hier ganz konkret. Ich mache es jetzt mit Absicht nicht größer, damit man auch gar nicht sieht, was es ist, aber es ist Blödsinn. Ja, sind irgendwelche Sensormodule, und da müssen die Daten irgendwie zu meiner Basisstation. Und ja, doof ist dann immer, wenn man keine Steckdose in der Nähe hat, dann muss man sich irgendwas einfallen lassen. Wenn das überschaubare Hardware ist, mit wenig Stromverbrauch, so wie das Ding hier, das ist hier irgendwann mal 2011 entstanden. Das ist so ein Sensormodul für Wetterdaten, wo man Luftdruck, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Helligkeit und sowas messen kann. Ist ein Atmel-Mikrocontroller hier drauf. Wenn man den Punkt hier sieht, den ich da gerade hinschiebe, da dieses schwarze Ding, ist ein Atmel-Mikrocontroller. Und die Daten werden gesendet über 433 Megahertz ISM-Band. Und ist das auch alles überschaubar, da ist der Strombedarf auch nicht ganz so groß. Spannender wird es dann, und das war dann so mal letztes Jahr so meine Geschichte. Dachte ich mir, baust mal eine neue Wetterstation aus, hast ja viel Zeit, ist ja Corona, hast oben Homeoffice, was macht man da? Sehr viel frei hatte ich auch, betriebsbedingt.
da bin ich, da habe ich dann angefangen, ja, okay, dann baue ich mal so ein neues Ding. Und mit einem ESP8266 als Mikrocontroller, den sieht man hier auf dem Bild, da dieses weiße Ding, beziehungsweise eigentlich mehr dieses Metallene, das ist der ESP. Und habe mir überlegt, ja, okay, die Daten übertrage ich per WLAN mit MQTT. So, und ab da wird es dann schon spannend, was man jetzt mit der Stromversorgung macht, weil es ist ja immer so, typischerweise am Aufstellungsort gibt es keine Steckdose, hatten wir vorhin schon in dem Bild gehabt. Und ein Kabel legen ist auch keine Option. Also gerade bei Wettermodulen, bei Sensormodulen, das ist ja so eine Geschichte, die sollte man ja so frei von irgendwelchen Bäumen, Häusern, Bebauung, irgendwas. Gibt sogar Standards, wie man so eine Dinge aufstellen muss, habe ich jetzt nicht beachtet, aber zumindest irgendwo freistehend, damit man eine unverfälschte Temperatur hat, eine unverfälschte Luftfeuchtigkeit und Helligkeit und so eine Geschichte. Bei Luftdruck ist es nicht ganz so wichtig, aber gerade Temperatur, Helligkeit und Feuchtigkeit ist es interessant, dass man da irgendwo frei zugänglich ist und da jetzt eine Kabel irgendwie hinzulegen, einen halben Garten umzubuddeln, dann spätestens meine Frau würde dann sagen, hast du eine Macke oder was? Und deswegen muss also im Prinzip eine Stromversorgung mit Batterie oder Akkus her. Batterie und Akkus haben jetzt natürlich immer so ein Problem. Da kann ich übrigens gleich noch eine Anekdote von heute früh erzählen. Leere Akkus und Batterien bemerkt man erst nach mehreren Tagen. Und ich habe es heute früh gemerkt. Ich habe diese erste Wetterstation mit diesem Atmel. Da habe ich auch ein Display bei mir im Wohnzimmer. Und als ich heute früh um 7 joggen gehen wollte, wollte ich gucken, mit welcher Anzugsordnung ich heute joggen gehe und wollte gucken, wie ist die Temperatur. Und da sagte er mir 0 Grad. Und das ist ein halbes, ist halt ein Problem, weil es scheint die Batterieversorgung ausgefallen zu sein oder die Stromversorgung ausgefallen zu sein. Und ja, heute früh hatte ich natürlich keinen Nerv mehr gehabt, jetzt konkret nachzugucken und geschweige denn zu wechseln oder was auch immer. Und außerdem, zweiter Anstrich heißt ja dann auch, wenn Akkus leer sind, hat man gerade keinen Ersatz. War auch so gewesen, ich habe gerade keinen Ersatz, muss mich morgen erstmal drum kümmern, was da los ist. Regnen tut es übrigens gerade auch in Brandenburg, schneien gerade nicht. Aber das sind so die Probleme. Ne? Also man bemerkt das erst nach mehreren Tagen. Und wenn es dann soweit ist, dann hat man keinen Ersatz. Das heißt also, Batterien und Akkus müssen unendlich lange halten. So, und was erzähle ich denn heute? Genau das erzähle ich. Den Weg zur unendlichen autonomen Stromversorgung. Der Smiley, der soll so ein bisschen sagen, ja okay, bekommt man hin, aber ein bisschen Augenzwinkern ist natürlich da schon bei. Siehe meine Wetterstation, die heute früh ausgefallen ist, oder vielleicht ist auch gestern Abend schon ausgefallen, ich weiß es gar nicht, muss ich mal in den Logs nachgucken. Das unendlich ist in Anführungsstrichen geschrieben und unendlich kriegt man natürlich nicht hin. Irgendwann gibt dann schon mal so ein Akku auf, auch wenn der irgendwie gespeist wird über Licht oder irgendwas. Aber gut ist schon mal, wenn man 1-2 Jahre Zeit hat und vergessen kann, wo die Wetterstation ist, dass man da überhaupt was hat und das autark funktioniert. Und genau diesen Weg dorthin, wie man das macht, das will ich heute mal ein bisschen in diesem Vortrag und erzählen. Es wird ein bisschen nerdig werden, aber vielleicht auch nicht. Schauen wir mal, wie das so ankommt. Ach so, falls übrigens Fragen sind, die Leute, die am Stream draußen sind, wenn ihr Fragen in den Chat stellen wollt, ich habe den Chat auch offen, dann kommt einfach in das BBB rein und da könnt ihr dann auch die Fragen im Chat stellen. Ansonsten müssen wir mal gucken, wie wir dann Fragen beantworten. Gut, was bestimmt die Stromversorgung von so einer Baugruppe, von irgendeiner Schaltung, mit irgendeiner Firmware, wie auch immer. Ich habe da mal vor, ich habe gestaunt, dass es schon so lange her ist, 2014 auf einem Chemnitzer Linux-Tag einen Vortrag gehalten. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was der Titel war. Ich glaube, Mikrocontroller, stromsparend, irgendwas, keine Ahnung. Und die Fragen, die ich da in diesem Vortrag gestellt habe, war dann so in der Art und Weise oder waren so als Grundessenz, wie viel Strom verbrauchen die einzelnen Hardware-Komponenten. Das ist eine Frage, die man sich da so stellen muss, wenn man dort was tun möchte. Dann muss man natürlich auch die Frage stellen, brauche ich dann wirklich immer alle Hardware-Komponenten, die auf diesem Mikrocontroller drin sind, in dem Mikrocontroller drin sind oder die als externe Baugruppen da noch angeschaltet sind, irgendwelche Sensoren, müssen die jederzeit verfügbar sein? Ein Kernpunkt in diesem Vortrag war natürlich auch, wie beeinflusst die Art und Weise des Programmcodes, dessen Laufzeit.
Sprich also, was kommt auf der nächsten Folie? Kommen wir vielleicht noch drauf. Also Laufzeit kann sich jeder vorstellen und kommen wir gleich. Aber das sind so die drei Kernfragen gewesen, die ich dort versucht habe, in diesem Vortrag abzuackern. Fazit war dann irgendwo gewesen, ja klar, logischerweise Hardware-Komponenten muss man nur dann einschalten, wenn man sie logischerweise auch nur braucht. Und was man nicht braucht, das sollte man tunlichst abschalten. Und wenn man gar nichts mehr braucht, also gerade so eine Wetterstation, da brauche ich ja nicht permanent die Temperatur, Luftfeuchtigkeit, bla bla bla, sondern da reicht es ja, wenn ich alle 5 Minuten irgendwas messe oder jede Minute oder von mir aus auch jede Minute oder alle 10 Minuten. Es muss ja nicht ständig permanent an sein. Also sprich, man kann ja per Programmcode auch die Hardware dann in Deep Sleep legen, also in Tiefschlaf legen. Und dann ist es natürlich entscheidend, wie lang ist die Aktivphase? Jetzt nochmal die Verbindung zu der ersten Frage oder von der Frage zu der Frage auf der vorhergehenden Folie. Mit dieser Zeit bestimme ich im Prinzip, wie hoch der Strom und wie lange dieser hohe Strom fließen muss. Logischerweise kann ich mit meinem Programmcode beeinflussen, wie lang diese Laufzeit ist. Das werde ich versuchen, auch nachher nochmal bildlich darzustellen, was da so entscheidende Punkte sein könnten und wie man da gerade beim ESP dadurch durch sinnvollen Programmcode Laufzeit minimieren kann. Okay. So ein typisches Ablaufschema von so einem Programm auf einer Wetterstation, so wie ich sie jetzt schon mehrmals gebaut habe, die heißen da irgendwo, dass das Ding wird aufgeweckt durch einen Interrupt, durch irgendwas. Das Sensormodul wird also aufgeweckt. Das werden alle unnötigen Hardware-Komponenten am Anfang ausgeschaltet. Also man kann sich zum Beispiel vorstellen, gerade jetzt beim ESP, wenn ich kein WLAN sofort brauche, dann kann ich das doch vorher ausschalten und dann lese ich erst mit diesem niedrigen Spannungs- oder Stromverbrauch erstmal die Sensoren aus und dann schalte ich erst das WLAN an. Ich muss ja nicht das WLAN schon anschalten und noch gar nicht benutzen. Deswegen zuerst alle Hardware-Komponenten ausschalten, die man nicht braucht. Dann liest man die Sensoren aus und dann werden erst die Messwerte per Funk, also zum Beispiel ISM-Band bei der ersten Wetterstation oder beim ESP per WLAN an die Basisstation gesendet und schaltet dann logischerweise auch erst die entsprechende Einheit ein. Und dann, ganz wichtig, man legt dieses Sensormodul wieder in Tiefschlaf und wartet, also setzt vorher noch vielleicht einen Timer, dass er nach 5 Minuten wieder aufwecken soll und legt das Ding in Tiefschlaf und wartet dann und verbraucht dort möglichst wenig Strom. Gut, wie nähert man sich diesem Optimum? Optimale Laufzeit, notwendige Laufzeit, wie optimiert man den Code? Bei so einer Wetterstation, wie sie mit dem Atmel dort bei der ersten Wetterstation war, ist es noch relativ überschaubar, weil man erstens so stromsparende Komponenten einsetzen kann. Also ich habe dort damals so ein Low-Atmel da, der nur 5 mA verbraucht im Betrieb verwendet und im Power-Down verbraucht dann nochmal 2 Mikroampere. Und das Funkmodul, was ich dort damals benutzt habe, verbraucht beim Funken 30 Milliampere und im Powerdown 3 Mikroampere. Das sieht man einfach aus den Datenblättern, schreibt sich das alles auf, nimmt einen Taschenrechner, guckt dann noch, was die Sensormodule vielleicht verbrauchen, ob man die auch in Tiefschlaf legen kann, was man zu 99% auch noch machen kann. Dann summiert man sich das alles auf und kommt dann irgendwie auf einen Wert, der irgendwo überschaubar ist. Hier kann man sich das irgendwo vorstellen, dass man da irgendwo bei 40 Milliampere, 50 Milliampere ist für eine Sekunde und dann ist gut und das rechnet man zusammen und dann ist man auf der sicheren Seite. Da muss man nicht groß messen. Spannend wird es natürlich, wenn man Komponenten benutzt, die ein bisschen mehr Strom brauchen, wie zum Beispiel so ein ESP8266. Ich habe hier mal die Werte, die man
einerseits aus dem Datenblatt lesen kann, beziehungsweise auch teilweise Werte, die ich dann bei meinen Experimenten ermittelt habe, mal ein bisschen aufgelistet. Also wenn man das WLAN-Modul abschaltet, habe ich jetzt, das ist kein Wert übrigens aus dem Datenblatt, sondern den habe ich irgendwo ermittelt, braucht so ein Ding 60 mA. Und wenn man dann das WLAN-Modul noch dazu schaltet, dann ist man irgendwo bei 120 mA. Und ganz böse wird es dann irgendwann, wenn man irgendwas sendet. Und dann kommt man ganz locker auf 300 mA und dann ist schon mal ordentlich Ballett auf der Batterie oder auf dem Akku. Und einem Deep Sleep verbraucht er 20 Mikroampere. Okay, jetzt ist natürlich so ein ESP8266 nicht ganz so linear und einfach wie so ein Atmel. Besteht aus mehreren Komponenten, aus einem WLAN-Modul, dann Core-Modul, Bla-Modul, keine Ahnung, Modul, DMA-Modul, kommt drauf an, was man da so hat. Und es gibt also sehr, sehr viele Stellschrauben. Man muss sich im Prinzip vorher klar werden, was brauche ich wirklich? Brauche ich die Komponente? Wann brauche ich die Komponente? Und da kann man sich vorstellen, viel probieren, viel ausprobieren, umschreiben, nochmal probieren. Und was ganz wichtig ist, weil das ist ja nun wirklich nicht mehr mit Taschenrechner, Datenblatt und sowas ausrechenbar, man muss messen. Man sollte wirklich messen, wie lange ist jetzt die Laufzeit von diesem Programmcode, den ich da verändert habe, oder die Gesamtlaufzeit von dem Programm insgesamt. Wie viel Strom wird in diesen einzelnen Programmteilen gezogen? Wo habe ich da noch Potenzial, noch besser zu werden, noch stromsparender zu werden? Und eben halt diese Auswirkungen messen. Genau das kann man messen. Und wie misst man sowas? Programmlaufzeit ist noch relativ trivial. Man kann es einmal in dem Programm selber implementieren. Man sagt, zu dem Timestamp fängt das Ding an und wenn das Programm fertig ist oder wenn er in einem bestimmten Abschnitt angekommen ist, merkt man sich diesen Wert und dann gibt man das irgendwann aus. Vorteil davon ist, man braucht keine externe Messtechnik, man kann das alles in der Firmware selber machen, die man da gerade implementiert. Problem ist jetzt natürlich, hat denn überhaupt das Ding ein Zeitnormal? Gut, man könnte jetzt die Prozessortakte zählen, alles könnte man alles machen, geht auch, alles kein Problem, aber ein Zeitnormal, okay. Aber das Wichtigere da bei der ganzen Geschichte ist, es kostet ja selber Laufzeit, das zu ermitteln, das abzuspeichern, in der eigenen Firmware das irgendwie zu verwalten und das auszugeben. Und dazu kommt ja noch, die Programmlaufzeit ist ja nicht die entscheidende oder ist nicht das entscheidende Parameter bei der ganzen Geschichte. Oder es gibt noch ein zweites wichtiges Parameter, wie viel Strom fließt denn gerade zu der Zeit, zu diesem Timestamp und zum nächsten Timestamp und wie viel Strom hat das Ding insgesamt dann verbraucht über die ganze Laufzeit. Und da brauche ich so und so irgendwo externe Messtechnik, weil, das habe ich jetzt schon gerade erzählt, genau, externe Messtechnik, kommen wir also zur zweiten, jetzt bin ich selber ein bisschen durcheinander im Kopf, kein Problem, Programmlaufzeit, zweite Variante, man kann es dann natürlich auch messen außerhalb der Firmware. Die Voraussetzung ist dann eben halt, man braucht irgendwo ein Triggersignal, was die Firmware an bestimmten Programmabschnitten von sich gibt über irgendeinen I/O-Port. Und mit externer Messtechnik messe ich dann genau diese Zeit zwischen den Impulsen und habe eben halt den Vorteil, ich kann auch gleichzeitig noch den Strom messen, weil Strom misst man so und so extern. Man kann es aber äußerst schwierig oder nicht so besonders qualitativ gut auch innerhalb messen, aber es ist sinnvoll, das von außerhalb zu messen, also außerhalb der Baugruppe und außerhalb der Firmware. Und weiterer Vorteil ist natürlich, ich kann mich in der Firmware an sich eben halt auch auf das Wesentliche beschränken oder konzentrieren. Ich muss mir keinen Kopf darüber machen, dass ich da vielleicht irgendwo noch einen Speicherbereich anlegen muss, wo die ganzen Messwerte abgespeichert werden, die Timestamps und die Stromwerte, und muss mich auch nicht darum kümmern, wie ich die wieder ausgebe und anzeige. Ich kann mich im Prinzip wirklich auf das Wesentliche konzentrieren, auf das Eigentliche da in dieser Firmware, und alles andere mache ich außerhalb. Gut, Strommessen. Misst man diese Stromaufnahme? Also meines Wissens kann man es nur indirekt machen, indem man entweder einen Spannungsabfall über einen genormten Widerstand misst.
Der Widerstand ist dann im Prinzip in Reihe zur Stromversorgung, zu dem Messobjekt geschaltet. Zweite Messmethode, die berührungslos. Bei der ersten Methode muss man im Prinzip den Stromkreis zur Stromversorgung auftrennen und dort diesen Widerstand in Reihe schalten, über den man den Spannungsabfall misst. Und die zweite Methode, oder ich kenne noch eine berührungslose Methode, indem man im Prinzip über das magnetische Feld, was durch diesen Stromfluss verursacht wird, dass man diese Magnetstärke, also das magnetische Feld misst und darauf dann auf den zu fließenden Strom oder den fließenden Strom schließt. Das sind dann so eine Stromzangen, die man, hat vielleicht schon mal jemand irgendwo gesehen, irgendwie so eine Zange, die macht man über die Versorgungsleitung und dann wird dabei im Prinzip der magnetische Strom, das magnetische Feld gemessen und kann dann zurückrechnen, wie viel Strom da geflossen sein muss. Gut. Ja, Stromzeit, wie misst man das denn so irgendwie im Zusammenhang? Also man kann es einerseits mit einem Speicheroszilloskop machen oder Oszillograph, je nachdem, ob man so ein Ding zu stehen hat. Wenn dieselben, naja, obwohl mittlerweile sind sie schon erschwinglich, ich habe keinen da zu stehen, könnte man aber machen. Und oder eine zweite Geschichte, es gibt ganz viele Multimeter, mit denen man über eine Schnittstelle, die ganzen Messwerte in einem bestimmten Zyklus auslesen kann und aufzeichnen kann und darüber die Auswertung machen. Also ja, könnte man alles machen. Mit Sicherheit gibt es noch andere Messtechniken. Das sind so die Gebräuche. Man macht sowas hier, so wie ich das jetzt gemacht habe. Ich habe im Prinzip mein eigenes Setup dabei gebaut. Ich habe so ein INA 219-Modul, ich erkläre gleich, was das für ein Ding ist, benutzt, habe dann irgendeine Steuereinheit hinter dieses Ding geklemmt, die im Prinzip die Messwerte aufnimmt, verwaltet und je nachdem, nach welcher Variante, entweder an einem PC schickt oder wenn der Raspi die Steuereinheit ist, dann vielleicht da schon die Auswertung drauf macht. Und die Zeitmessung erfolgt über irgendeinen GPU-Port-Eingang an der Steuereinheit, sei es jetzt der Raspi oder sei es der ESP, wo die Impulse dann aufgefangen werden, Interrupts da drin, kommen wir gleich noch dazu und dann die Zeit gemessen wird. Kurz zu diesem INA 219-Modul, das ist im Prinzip ein Strom- und Leistungsmesssensor. Das ist genau dieses Messprinzip, was ich vorhin erklärt habe. Da wird über einen genormten Widerstand, in dem Fall bei diesem Modul hier mit 0,1 Ohm Widerstand, der ist relativ genau, auch dieser Widerstand, wird der Spannungsabfall gemessen. Man kann dort Spannungsbereiche von 0 bis 26 Volt messen und das hat mich ganz schön erstaunt, 3,2 Ampere, den maximalen Strom, den man da messen kann. Ist schon ganz schön heftig, aber okay, scheint das Ding zu können. Liegt auch mehr an dem Widerstand da, also wie gut der ausgeführt ist und wie mit welcher Stromstärke und mit welcher Wattzahl man den betreiben oder da durchjagen kann. Also bis 3,2 Ampere kann man dort messen. Die Stromversorgung von diesem Modul ist zwischen 3 und 5 Volt und um das Ding anzusteuern und also man kann dort auch Messbereiche umschalten. Und man braucht natürlich auch die Werte dann, die dort gemessen werden in diesem Schaltkreis, in diesem INA 219. Die Kommunikation erfolgt über Two-Wire. Unten ein Link zu diesem Datenblatt, wo das Ding beschrieben wird. Wer sich dafür interessiert, kann da gerne weiter drin rumlesen. So, mein Setup sieht dann im Prinzip so aus. Jetzt mal so als Schaubild. Das Grüne ist hier das Messobjekt. Zum Beispiel meine Wetterstation, die ich da überwachen will, wo ich gucken will, wie der zeitliche Verlauf des Stromflusses ist. Hier sieht man dieses INA 219-Modul, hier nochmal dieser Schandwiderstand, in Reihe geschaltet zur Stromversorgung. Und hinten als Steuereinheit der ESP oder in der zweiten Variante habe ich auch mal ein Raspberry genommen und Auswertung. Und dann fallen da im Prinzip, so habe ich es jetzt implementiert, unter anderem so eine Diagramme raus. Erkläre ich gleich später nochmal auf einer späteren Slide. Wird das nochmal ein bisschen deutlicher und größer und dann können wir da noch ein bisschen diskutieren, was man da sieht, wie man das sieht und warum das so sein könnte. Nächstes Bild ist jetzt
gleiche Bild nochmal, nur nochmal so als Schaubild oder nochmal ein bisschen mit einem Foto hinterlegt. Da sieht man dieses INA-Modul. Hier ist im Prinzip die Stromversorgung reingeschliffen über diesen Widerstand, den man hier unten sieht. In dem Modul, was ich da verwendet habe, gab es zwei schöne Klemmen. Braucht man also nicht rumlöten. So, und hier sieht man diese Two-Wire-Verbindung, die zwei roten Kabel hier zu diesem ESP. Und der hängt jetzt an einem PC, wo dann per USB dann diese Werte dann rübergejubelt werden. Und dieses grüne Kabel oder Türkis oder was auch immer das da ist, das soll im Prinzip dieses IO-Pin aus dem Messobjekt darstellen, was dann in diesem ESP mit abgefragt wird oder ein Interrupt jeweils immer ausführt, um zu sagen, wo ich da gerade bin und an welchem Messpunkt ich da gerade bin. Das wird dann auch in diesem Diagramm hier, diese roten senkrechten Linien, sehen wir nachher nochmal ein bisschen besser, das sind genau diese Messpunkte, diese Triggerpunkte, die über dieses Kabel hier kommen. Gut, man muss natürlich seine Firmware, die man da untersuchen will, auch ein bisschen vorbereiten und erweitern, also an interessanten Programmstellen muss man halt diesen IO-Port wackeln, also einen Impuls ausgeben oder wie auch immer, kommt drauf an, was man denn in seiner Auswerteeinheit macht. Aber so ein Pin wackeln, das kostet jetzt nicht so großartig Laufzeit. Das sind so zwei oder drei Taktzyklen und dann hat man da so einen Impuls raus. Also das ist jetzt nicht maßgebend für die ganze Laufzeit der Firmware, die man da betrachtet. Interessante Programmstellen, ich habe es nochmal hingeschrieben, sind mindestens das Start und das Ende des Programms. Also mindestens das sollte man schon mal messen, wie lange braucht dieses Programm dort in dem Controller. Es ist natürlich, deswegen sind da auch Pünktchen, 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 es sind da natürlich auch noch Programmstellen innerhalb des Codes interessant. Also wann die Sensoren eingeschaltet werden oder wann WLAN eingeschaltet wird oder wann diese Aktion läuft oder wann ich eine Message rausschicke. Das sind so alles interessante Programmpunkte, sollte man sich vorher überlegen, beziehungsweise kann man dann auch noch im Nachhinein sich überlegen, wenn man dann da rumexperimentiert an diesen Stellschrauben und kann man immer sagen, ja, okay, der Abschnitt zwischen dem und dem wäre jetzt auch noch interessant, baue ich also auch nochmal einen Triggerpunkt ein analysiere das nochmal ein bisschen genauer. Aber mindestens Start und Ende des Programms sollte man schon irgendwie triggern. Gut, wie sieht die Firmware meines Messgeräts aus? Ich habe schon gesagt, es gibt da Programmabschnitte, habe ich da in dieser Firmware, habe ich da so eine Variable, die nennt sich Programmabschnitt. Ich kürze es da mal in dem Bild, ist es dann abgekürzt mit PA weiter, damit ich nicht immer dieses lange Wort da hinschreiben muss. Fängt natürlich mit einem Programmabschnitt 0 an. Und wenn der Programmabschnitt nicht größer 0 ist, dann ist er da irgendwo in einer Endlosschleife. Und erst wenn dann über dieses IO-Port ein Impuls kommt, wird ein Interrupt ausgelöst und eine Callback-Funktion geht los und zählt dann im Prinzip den Programmabschnitt hoch. Bei jedem Impuls, der da kommt, wird dieser Programmabschnittszähler hochgezählt und dann springt er im Prinzip auch in diese Schleife hier und liest im Prinzip das INA 21.9-Modul aus, ermittelt den Timestamp und speichert die Werte irgendwo ab. Oder im Fall des ESP, wenn das die Steuereinheit war, habe ich das dann gleich rausgeschickt an die serielle Schnittstelle und dann irgendwann asynchron. Also diese Schleife wird so lange durchlaufen, bis da irgend so ein maximaler Programmabschnitt kommt. Das kann jeder gestalten, wie er es möchte. Das ist jetzt nur mal so eine Anregung, wie sowas aussehen könnte. Wenn ich habe es so implementiert, ich habe einen maximalen Programmabschnitt festgelegt. Also wenn dieser Zähler einen bestimmten Wert überschreitet, dann ist fertig mit dieser Schleife und dann startet im Prinzip die Auswertung. Wenn man sich jetzt dieses Bild genauer anguckt, ist dieser rote Teil, der jetzt da gerade rot hinterlegt wurde, das der zeitkritische Teil. Der bestimmt nämlich, wie klein oder wie groß die Messzyklen sind. Und das ist eine interessante Geschichte. Da kommt gleich noch eine lustige Folie, eine lustige Tabelle als nächstes. Ich habe dann mit verschiedener Hardware für dieses Messgerät, für diese Steuereinheit rumexperimentiert.
wo diese Werte dann sehr, sehr unterschiedlich waren und wo ich auch erstmal eine Weile lang überlegen musste, wie interpretiere ich das, warum sind die so komisch. Aber es ist ja entscheidend oder genau diese Schleife ist ja entscheidend. Ich messe den Strom, die Zeit, speichere ab und dann kommt der nächste Messpunkt und der nächste Punkt Messpunkt. Also das beeinflusst oder das ist im Prinzip das Hauptkriterium für die Auflösung meiner Messung. Und je genauer ich werden möchte, um zum Beispiel den Stromverbrauch insgesamt auszurechnen, desto wünschenswerter wäre ja, dass diese Intervalle, diese Messzyklen immer möglichst klein sind, damit man immer genauer wird. Also dieser Teil hier ist der zeitkritische Teil. Und ich habe jetzt mit verschiedener Hardware rumexperimentiert, mit einer Steuereinheit und habe dann diese Tabelle dort mal aufgestellt und weil mich das dann schon interessiert hat, ob man mit dem Raspberry schneller ist als mit so einem ESP8266. Also dieser ESP8266 als Steuereinheit, das war so die erste Implementierung meines Messgeräts. Habe ich einfach noch ein ESP genommen und habe dort das INO219-Modul rangeschaltet und habe diese Werte an der seriellen Schnittstelle rausgegeben. Hier sieht man das auch, habe ich hier nochmal aufgelistet, an einem PC, der hat das aufgefangen und hat dann, wenn er fertig war mit der Messung, hat er dann die Auswertung gemacht. Die serielle Schnittstelle habe ich relativ schnell angebunden, also mit einer sehr hohen Bauzahl. Das sieht man hier in der Tabelle. Und da bin ich auf Messzyklen gekommen, die mich schon positiv überrascht haben mit 1,1 Millisekunden. Also mein Ziel war irgendwo eine Millisekunde, habe ich nirgendwo erreicht, gebe ich zu. Aber 1,1 Millisekunden war schon mal nicht schlecht gewesen, fand ich cool. Und dann dachte ich mir dann irgendwann, das war dann auch mehr so und so auch dem geschuldet. Ich habe vorhin einen Vortrag gehalten, ich wollte nie Smart Home machen. Es gab auch mal den Slogan, ich wollte nie Python machen. Und irgendwann Anfang diesen Jahres habe ich dann angefangen, mal Python zu programmieren, habe mir auch ein Buch dazu gekauft und fand es dann ganz lustig, ganz spannend. Und dann dachte ich mir, okay, und jetzt nimmst du mal dein Python-Wissen und implementierst nochmal dein Messgerät neu auf Raspberry-Basis und habe dann im Prinzip diese Versuchsreihen gefahren. Also man muss sich vorstellen, die Steuerung ist in Python geschrieben, klar. Und wer Python ein bisschen kennt, Python ist ja auch so, das Mittel der Wahl, um Messwerte oder um Werte abzulegen, sind Python-Listen. Sprich also, ich habe dann mit diesen Listen rumexperimentiert in Python und diese Messwerte landen im Prinzip dann auf so einen Python-Listen. Und die Auswertung erfolgt dann auch auf dem Raspberry zum Schluss dann in geeigneter Art und Weise. So, und ich habe jetzt mehrere Raspberry-Versionen hier auf meinem Schreibtisch zu liegen gehabt und dachte mir, okay, fängst mal mit so einem Zero W an, den hatte ich gerade, der lag gerade präsent in meinem Augenbereich, fängst mal da an. Und da ist man auf Zykluszeiten von 2,6 Millisekunden gekommen. Da dachte ich schon, ja, toll, cool, nee, passt überhaupt nicht. 2,6 Millisekunden ist ja ganz schön langsam. Und dann habe ich irgendwo so einen alten Raspberry 3B rausgekramt. 1,6 Millisekunden, da war ich ja schon mal ein bisschen erstaunt, dass es nicht so schnell ist. Und das war dann für mich so der Anstoß, jetzt kaufst du dir mal so ein Raspberry Pi 4 und experimentierst damit noch ein bisschen rum. Und da habe ich einen ganz lustigen Effekt festgestellt. Und zwar genau das, was hier dick hinterlegt ist. Mit einem 4er Raspberry und einem 32-Bit-Linux bin ich dann auf Raten von 1,5 Millisekunden gekommen. Und das fand ich schon mal ein bisschen merkwürdig und dachte, das muss da eigentlich noch schneller gehen und habe dann auch meinen Code, den Python-Code versucht zu optimieren. Hatte dann schon überlegt, ein C-Programm zu schreiben oder irgendwas. Und dann dachte ich mir, okay, das kann ja nur an der Geschichte liegen. Und das hat man dann auch in den Messwerten gesehen. Je mehr Messwerte reinkamen und er ablegen musste, desto größer wurden die Zyklen. Also desto länger wurden diese Messzyklen, die Zeit dazwischen. Und dann dachte ich, okay, dann muss es ja irgendwas mit Speicherverwaltung zu tun haben. Und dann bin ich nochmal auf ein 64-Bit-Linux umgeschwenkt und siehe da bin ich dann auf Messzyklenzeiten von 1,2 Millisekunden gekommen und da war ich dann auch schon wieder zufrieden gewesen. Also das 1,2 Millisekunden zu den 1,1 Millisekunden da oben für ein ESP, das ist schon okay. Man muss natürlich sagen,
so ein Linux, so ein Raspberry Linux macht ja nebenbei auch noch was anderes. Also das sind dann nicht konstant 1,2 Millisekunden. Da können mal ein paar größere Pausen sein. Da können auch mal ein paar kleinere Pausen sein im Millisekundenbereich, je nachdem, was der noch so parallel tut. Bei einem ESP, da ist es geradlinig, da sind es immer 1,1 Millisekunden. Der macht zwischendurch nichts anderes. WLAN-Modul hatte ich ausgeschaltet bei diesem ESP. Das ist so ein bisschen der Nachteil. Aber das sind hier so mehr die gemittelten Werte, die ich dann aus diesen 1900 Werten dann gemittelt habe. Habe ich gesagt, naja, okay, das sind jetzt so im Mittel 1,2 Millisekunden oder 2,6 Millisekunden. Aber wie gesagt, so die letzten beiden Zeilen, das waren für mich nochmal so ein Aha, okay, 32-Bit Linux und 64-Bit Linux hat schon irgendwo auch was mit der Speicherverwaltung zu tun. Coole Geschichte. Gut. Ja, so sehen dann im Prinzip die Messwerte aus, sei es jetzt, das ist jetzt die CSV-Datei, die kommt aus dem ESP raus, sei es so oder eben als Python-Liste. Von der Sache her hatte ich es dann immer so aufgebaut, das ist der Timestamp, fängt mit der 0. Millisekunde an und dann wird im Prinzip das Zeug immer hochgezählt. Die zweite Spalte ist der Programmabschnitt, in dem man sich gerade befindet, also erster Programmabschnitt. Dann kommt hier irgendwo der zweite Programmabschnitt, der relativ kurz ist. Der dritte Programmabschnitt, ich hatte es dann bis 10 Programmabschnitte, hatte ich es dann irgendwo aufgeteilt, meine Firmware, meine Ziel-Hub-Firmware. Und die dritte Spalte ist dann im Prinzip der gemessene Strom aus diesem INA 219-Modul in Milliampere. So, das sind so im Prinzip die Rohdaten, die ich aus meinem Messgerät da rausbekommen habe. Gab es dann noch so ein anderes Problem, oder was heißt, das ist kein anderes Problem, ist eigentlich eine logische Konsequenz, wenn so eine Programmabschnitte, die man da untersuchen möchte, so kurz sind, dass die in einem Messzyklus liegen. Hat man, also hier in diesen Werten sieht man es auch schon, dieser zweite Programmabschnitt, hier ist es eigentlich fast Zufall, dass er noch drin ist. Und bei dem neunten, was das für einer ist, kommen wir vielleicht nochmal einen späteren Slide, der war fast nie drin. Und das ist dann eben wirklich dem geschuldet, dass diese Messzyklen schon recht lang sind und dieses IO-Pin eben halt schneller wackelt durch den Code aus der Firmware. Also genau. Und da war eben halt der Fall gewesen, erstens ist der neunte Programmabschnitt zum Beispiel kleiner als 1,1 Millisekunden und wie der Zufall so will, laut Murphy, und genau dieser eine Peak, der war dann nicht mal in diesen 1,1 Millisekunden drin. Gut, muss man sich dann im Klaren sein, aber wenn man eine logische Erkenntnis irgendwo hat oder sich das für logisch herleiten kann, dann ist das auch verständlich, die ganze Geschichte. Gut, ja, Messwerte visualisieren. Logischerweise, wenn ich eine CSV-Datei habe, es kommt bei mir dann so gleich die Glocke und es heißt GNUplot. Man stellt das Beste im GNUplot da oder am besten im GNUplot da, kann man sogar noch ein bisschen rumrechnen. Das habe ich aus dem Code gerade wieder rausgenommen. Aber auf jeden Fall CSV-Datei. Ergebnis waren aus dem Messgerät übrigens zwei CSV-Dateien. Hier unten in dem Code sieht man das. Es sind einmal die Messpunkte. Das waren die zwei Slides davor. Das sind diese Messpunkte. Und dann habe ich schon mal vorverarbeitet, um diese senkrechten Striche in diesem Diagramm darzustellen, habe ich nochmal die Anfangszeitpunkte jedes Programmabschnittes als CSV-Datei generiert, damit man genau diese senkrechten Linien hier auch vernünftig darstellen kann. Ja, das ist im Prinzip der GNUplot-Code, um diese beiden CSV-Dateien anzuwenden für dieses Diagramm und dieses Ergebnis zu bekommen. Was sieht man hier in diesem Diagramm? Auf der X-Achse ist im Prinzip die Stromaufnahme, die gemessen wurde, und auf der Y-Achse und auf der X-Achse ist im Prinzip die Laufzeit zu sehen. Also ab der 0. Millisekunde geht es los und das ist jetzt schon so das Endergebnis für mein ESP-Modul bei 1,9 oder bei 1900 Millisekunden war dann fertig gewesen. Gut, und die roten Linien sind im Prinzip die Times, also die Triggerpunkte aus der Firmware heraus, die das Messgerät aufgenommen hat. Und die blaue Linie ist dann im Prinzip die Stromaufnahme.
Das ist auch so ein schönes Bild, das können wir dann gleich in der Kurvendiskussion uns mal ein bisschen genauer angucken, was diese Programmabschnitte da so bedeuten und warum der Strom da so aufgenommen wird und so weiter und so fort. Gut, ich habe auch mal dann, gerade als ich dann mit dem Raspberry noch ein bisschen rumexperimentiert habe, das Zeug auch mal in eine Influx-Datenbank reingepumpt und dann mit einer Grafana-Auswertung drüber gemacht. Hat keinen Mehrwert, außer dass man vielleicht die Werte dann besser oder schneller interpretieren kann, weil InfluxDB schon ein paar interessante Funktionen zur Verfügung stellen. Aber da kommen wir in einer späteren Slide nochmal drauf. Aber ich habe es dann im Prinzip wieder verworfen. Also diese Lösung mit GNUplot und CSV-Dateien fand ich am coolsten. Und okay, gut. Kommen wir mal zu einer Kurvendiskussion. Also so sieht im Prinzip dann das Ergebnis einer Messung aus. Das ist jetzt auch schon die Endstufe. Also das ist jetzt auch schon das optimierte Programm. Ich sehe da, außer wenn jemand noch ein paar Tipps hat, gerade im Abschnitt 6, das ist auch im Prinzip so die Firmware, wie sie gerade läuft und wo ich keine Optimierung mehr weiter sehe. Und was bedeutet das jetzt im Prinzip? Also, wie gesagt, ich hatte da so 10 Abschnitte gehabt, glaube ich. Ich gucke nochmal schnell auf der vorhergehenden Folie, ja. Und man sieht hier, dass der zweite Abschnitt nicht sichtbar ist, weil der Messzyklus zu klein ist. Und man sieht auch, dass der 9. Zyklus nicht drin ist und so eine Geschichte. Und der 10. ist und so der Endzyklus, wo das Programm dann abschaltet. Gut, aber wie läuft das ab? Also, diese Firmware auf diesem Sensormodul startet im Prinzip, das ist der Abschnitt 1, sieht man hier, dieser kleine Peak hier oder dieser kleine Abschnitt hier, da wird im Prinzip das Wifi zuerst ausgeschaltet, weil ich hatte ja gesagt, alle Komponenten, die man nicht braucht, schaltet man zuerst aus und schaltet die nur dann an, wenn man sie braucht. Gut, dann wird der RTC ausgelesen. Und zwar, das war so ein Aha-Effekt bei meiner Optimierung, war gewesen. Ja, da kommen wir später drauf. Okay. Also ich merke mir im Prinzip hier die MAC-Adresse und den Kanal des letzten gültigen Access Points. Hier unten irgendwo merke ich mir das. Und hier werden dann im Abschnitt 2 werden die wieder ausgelesen, um die dann später wieder zu benutzen. So, dann wird eine Konfiguration aus irgendeinem Filesystem, aus irgendeinem Flash-File-System auf diesem ESP noch ausgelesen. Das könnte ich mir eigentlich sparen, wenn ich die Firmware hardcoded mache, aber ich dachte mir, okay, wenn du da so ein Flash-File-System schon hast, dann kannst du das auch mit ein paar Konfigurationswerten belegen. Da steht so ein Zeugs drin wie SSID, das Passwort, irgendwelche Parameter für die Sensoren, irgendwelche Zeiten, Timer-Zeiten und so eine Geschichten, die habe ich dort im Flash-Raum abgelegt vom ESP-Modul. Diese 38 Millisekunden könnte man sich auch sparen, wenn man die Firmware hardcoded gestaltet. Gut, serielle Schnittstelle und die Sensoren werden initialisiert. Das erfolgt im 4. Abschnitt hier. Das ist dieser Abschnitt hier. Gut, serielle Schnittstelle wurde jetzt hier nur initialisiert bei der ersten Version, weil ich das zu Debugging-Zwecken habe ich das gebraucht, genau. Wichtiger sind eigentlich die Sensoren zu initialisieren, also sprich die Temperatursensoren, Lichtsensoren, Luftdruck und was ich da alles so dran habe. Und dann werden sie irgendwann ausgelesen. Hier ist nochmal eine interessante Geschichte, komme ich auch später nochmal drauf. Dieses Sensorauslesen, 500 Millisekunden, ich war mal bei Werten, die viel, viel höher waren, die im Sekundenbereich lagen. Und das war dann auch so eine Geschichte, wo ich sehr, sehr tief in die Software eingreifen musste und gucken musste, warum da Werte über eine Sekunde rauskamen, wo irgendwelche Sensoren ausgelesen werden. Und das war auch ein Erinnerungspunkt. So, dann Abschnitt 6, also es wird das Wifi irgendwo angeschaltet. Gehen wir mal hier rüber. Also das ist hier so dieser Anschaltpunkt, das Wifi-Modul wird angeschaltet. Und und interessanterweise, genau diese 1,2 Millisekunden, die sind fest. Da kann man machen, was man will. Außer
Außer den Optimierungen, die ich da noch gemacht habe mit letzten Access Point und fester IP-Adresse. Aber wenn man das alles dann implementiert hat, dass er den letzten bekannten Access Point benutzt, dass man mit fester IP ins Netz geht, man kommt von diesen 1,2 Millisekunden nicht runter. Wenn irgendjemand eine Idee hat, wie man das macht, habe ich gerne ein offenes Ohr, weil man sieht auch diesen Stromverbrauch in diesem Bereich. Das ist jetzt so dieser mittlere Stromverbrauch hier für diesen das ist der mittlere Stromverbrauch, also man ist hier irgendwo, wenn man die Linie hier so rüberzieht, ist schon relativ hoch, 80 Milliampere oder 2 Sekunden schon eine Hausnummer. Und also ich kann mir das nur so erklären, dass das in der Expressive API so fest programmiert ist, dass der da irgendwas macht, da kommt man einfach nicht ran. Also außer man programmiert diese Firmware um. Aber vielleicht hat da irgendjemand ein paar Tipps für mich. Gut, der 7. Programmabschnitt, machen wir mal in die falsche Richtung, der ist hier irgendwo hinten, das sind dann wieder so kleinere Zeitbereiche, werden dann die Sensorwerte, also da wird erstmal eine Verbindung zu einem MQTT-Broker hergestellt, der bei mir irgendwo im Netz ist. Da arbeite ich übrigens auch mit einer festen IP-Adresse für diesen Broker, damit er keine DNS-Abfrage oder DHCP-Abfrage machen muss. Und dann werden die Sensorwerte im 8. Programmabschnitt gesendet. Da sieht man dann schon, beim Senden wird richtig viel Strom verbraucht, über 130 Milliampere. Auf der Eingangsfolie für den ESP stand da 300 Milliampere. Mit Sicherheit wird das auch irgendwo in diesem Bereich sein. Ich sehe bloß diese Peaks nicht so schnell. Also man sieht jetzt hier in diesen Bildern, es geht so maximal so bis 190, 195. Der Abtastrate 1,1 Millisekunden oder was da gerade, je nachdem, welche Hardware ich dran habe, diese Peaks werde ich damit mit Sicherheit nicht lesen. Und so schnell wird auch dieser INA 21.9 auch nicht lesen können. Aber zum Schätzen oder um eine Hausnummer zu bekommen, ist das schon okay so. Also deswegen steht da auch größer 130 Milliampere Werte. Dann wird halt der Access Point, an dem sich dieses Modul angemeldet hat, also da wird dann die MAC-Adresse und der Kanal abgespeichert, wird in RTC geschrieben, der überlebt auch diesen Deep Sleep Modus vom ESP und dann wird der ESP in Deep Sleep, jetzt habe ich langsam einen Knoten in der Zunge, in Deep Sleep geschickt und verbraucht halt nur. Ja. Jo, also so ungefähr sieht das aus. Diese Werte sind oder diese Kurven sind dann auch wirklich sehr, sehr hilfreich, wenn man das wirklich Messungen und dann guckt man sich das an, dann guckt man sich die Programmabschnitte an, man guckt, ja, okay, warum ist dieser Peak da drin? Dieser Peak kommt übrigens durch irgendeinen Feuchtigkeitssensor, wo dann irgendein Heizdraht erstmal ganz kurz eingeschaltet wird, habe ich dann irgendwo in der Doku gelesen von diesem Sensor. Das müsste eigentlich theoretisch dieser Peak sein. Und der 5. Programmabschnitt war noch eine interessante Geschichte, da kommen wir gleich nochmal drauf, ja und so weiter. Also wenn man sich das dann so anzeigt und guckt, ja, wie lang war das jetzt, ist der Strom jetzt da, warum gibt es diesen Peak, warum gibt es hier so eine Senke, warum steigt er hier kurz an und sich dann den Code daneben legt und sagt dann, okay, das ist das, da könnte ich jetzt optimieren, das ist das, das kann ich nicht beeinflussen, wie zum Beispiel in diesem 6. Programmabschnitt und so eine Geschichten. So, und bei jeder Änderung an seiner Firmware sollte man eben halt auch mal wieder eine neue Messung durchführen und gucken, hatte das, was ich jetzt da programmiert habe, hatte das einen positiven Einfluss? Es gibt dann auch Wege, wo man einen negativen Einfluss hat auf die Laufzeit, auf den Stromverbrauch und wie gesagt, Plug and Try. Also messen, probieren, Code angucken, Code ändern. Gut, für diese Wetterstation 2 mit diesem ESP hatte ich dann so 4 Aha-Effekte gehabt. Das eine war die Geschichte Sensorwerte ohne WLAN auslesen. Also man muss sich vorstellen, dieser Abschnitt, dieser 5. Abschnitt, der war mal sehr lang gewesen. Und der ist jetzt eigentlich immer noch sehr lang. Aber wozu muss ich da das WLAN-Modul einschalten? Weil wenn ich mir hier dieses WLAN angucke im Schnitt, also wenn ich jetzt nur mal diese Linie hier nehme, ab der ersten Sekunde,
da bin ich hier irgendwo bei knapp 80 Milliampere. Diese 80 Milliampere, die brauche ich doch erstmal eine halbe Sekunde lang nicht. Und deswegen erste Erkenntnis, WLAN ausschalten, Sensorwerte rummachen und dann verbrauche ich schon mal 0,6 Sekunden lang 60 Milliampere weniger Strom. Das ist schon mal eine Hausnummer. Zweite Geschichte habe ich jetzt schon mehrmals erwähnt. Letzte WLAN-Access-Point-Konfiguration merken, sprich also Kanal und MAC-Adresse des Access-Points, wo er sich angemeldet hat, hat den Effekt, dass der ESP kein WLAN-Scan machen muss. Und der kann sehr, sehr lange dauern. Also das kommt drauf an, wo hängt jetzt der Access-Point, welche anderen Access-Points sehe ich noch in meiner Nähe, wie ist der Datenverkehr, vielleicht sind noch andere WLAN-Clients im Netz. Und wenn der ESP weiß, du suchst jetzt genau diesen Access-Point mit der MAC-Adresse über den Kanal, dann geht das relativ schnell. Also das ist dann auch wirklich dieses kleine Stückchen hier nur. Da macht er die Verbindung zum Access-Point, wenn man hier guckt, das sind ein paar Zehntel oder ja, 10, 20 Milliampere und dann hat er das Ding. Nächster Effekt, da habe ich mich dann auch immer gewundert, habe dann auch nie eine feste IP-Adresse am Anfang vorgegeben. Und da war dann auch dieser sechste Abschnitt relativ lang gewesen. Und wenn ich mit einer festen IP-Adresse arbeite, dann brauche ich keine DNS-Abfrage machen, dann brauche ich keine DHCP-Abfrage machen, die auch sehr lange dauern kann. Also das hängt dann auch damit zusammen, wer ist der DNS-Server, wer ist der DHCP-Server. Bei mir ist es meine Fritzbox, die so und so grottig langsam ist. Das kann sehr, sehr lange dauern, bevor er da eine DNS-Abfrage oder eine DHCP-Abfrage machen kann oder das Ergebnis zurückbekommt. Genauso auch eben, halt, hatte ich vorhin auch schon gesagt, den MQTT-Broker nicht mit seinem Namen ansprechen, weil da muss er auch wieder eine DNS-Abfrage machen oder je nachdem, wie er konfiguriert ist, eine DHCP-Abfrage. Wenn ich mit einer harten IP-Adresse für diesen Broker arbeite, dann ist die Verbindung auch sofort da. Der vierte Punkt war dann ein ganz lustiger Punkt und da habe ich ja noch eine ganze Weile rum experimentiert und zwar, das geht genau um diesen fünften Programmabschnitt. Der war wirklich mal sehr extrem lang gewesen und ich habe mich immer gewundert, warum ist der so lang? Also er ist immer noch bei 500 Millisekunden oder irgendwo, aber das ist jetzt schon vertretbar, aber der war wirklich, glaube ich, über eine Sekunde lang. So, und dann bin ich die einzelnen Sensoren durchgegangen. Also dort, genau in diesem Programmabschnitt, werden die Sensoren abgefragt und dann habe ich dann wirklich hinter jeder Sensorabfrage einen Messpunkt gelegt und habe gesehen, einer reißt da vollkommen aus. Und der hat auch interessanterweise ein konstantes Zeitintervall gehabt, die da bei mehreren 100 Millisekunden lag. Und habe ich erst meinen Code angeguckt, habe mir gedacht, da ist doch nichts, der fragt das Ding ab über Two-Wire und dann ist gut, dann habe ich an den Two-Wire-Geschwindigkeiten rumgeschraubt, nichts besser geworden, bis ich dann mir gesagt habe, ja, okay, dann guckst du doch mal in der Hardware-Bibliothek von diesem Sensor, das war eine fremde Hardware-Bibliothek, nicht meine, und habe mir mal den Code angeguckt und habe dann gesehen, ja cool, da sind immer Delay 100 drin. Und obwohl es da eigentlich auch Bits gab in dem Sensor, wo man den Status abfragen kann. Nee, das waren Angstdelays. Der Entwickler dieser Bibliothek, der hatte sich nicht auf diese Bits verlassen, warum auch immer, die da in bestimmten Zuständen wechseln und man dann weiter messen kann oder die nächsten Daten abfragen kann oder man schickt einen Request hin und kriegt das Ergebnis. Nein, er hat immer 100 Millisekunden Angstdelays reingebaut. Also so habe ich sie dann genannt. Und als ich das Ding dann umprogrammiert habe oder ein bisschen modifiziert habe, hatte ich dann auch eine vertretbare Zeitrange gehabt hier für den Abschnitt 5 und deswegen ist es jetzt auch wieder ein bisschen zusammengestampft hier. Und also auch mal fremden Code angucken. Das war eine interessante Erkenntnis gewesen. Gut. Wie sieht das so aus? Also ich habe hier mal die Zeitintervalle oder die Programmlaufzeiten mal vor meinen Optimierungen und nach meinen Optimierungen mal so als Grafana-Bild mal so zusammengestellt. Und ich bin jetzt nach den Optimierungen bin ich unter 2 Sekunden und bin da schon relativ stolz drauf, dass ich es so weit runter geschafft habe. Man sieht die Werte vor den Optimierungen, also als noch nicht der letzte Access Point sich gemerkt wurde, als er noch DHCP und DNS machte.
als auch noch dieses Angstdilemma da drin war, da sieht man, also gerade diese WLAN-Geschichten und DHCP, da sieht man, es ist relativ unstetig, keine konstanten Werte, gehen auch relativ hoch, auch teilweise bis 2,5 Minuten. Im Mittel waren die irgendwo bei 20 Sekunden, aber irgendwo war das nicht befriedigend. Interessanterweise, als ich dieses Grafana-Bild nochmal zusammenstellte, muss bei mir im WLAN auch noch so eine Geschichte sein. Irgendwann um kurz vor 12 und kurz vor 0 Uhr muss da immer irgendwas bei mir passieren. Finde ich auch ganz lustig. Aber okay. Nach den Optimierungen, also hauptsächlich nach diesen WLAN-Optimierungen, DHCP-Optimierungen und so eine Geschichten, bin ich dann an dem Tier auf so eine konstante Geschichte gekommen. Unter 2 Sekunden, so 1,9 Sekunden ungefähr. Hier unten diese Balkendiagramme, das ist jetzt die Aufsummierung auf die Stunde. Da bin ich unter einer Minute. Also ich schalte dieses Sensormodul alle 2 Minuten an per Interrupt, hole es aus dem Deep Sleep raus und messe dann. Und wenn man diese Werte pro Stunde, im Prinzip diese Laufzeit, dann aufsummiert, dann ist man unter einer Minute. Also fand ich schon ganz cool gewesen. Vorher sieht man ja hier die Werte, diese Balkendiagramme. 3, 4, 5 Minuten, 6 Minuten teilweise und so weiter. Gut. Endlose Stromversorgung, das war ja eigentlich der Aufhänger dieses Vortrages. In diesem Vortrag am CLT gab es dann auch ganz hinten einen Abschnitt, wo es dann heißt, wie lange reicht denn so eine Batterie für so ein autarkes Modul? Und vielleicht nur 2, 3 Stichpunkte dazu. In diesem Vortrag kann man das ein bisschen besser sich anhören, angucken. Die Maßeinheit dafür, also die Energiemenge in einer Batterie, die gibt man im Prinzip als Milliamperestunden an. So ist es meistens immer aufgedruckt. Also fließender Strom pro Zeiteinheit. Auf den Akkus steht meistens, oder wenn man sich so einen Akku kauft, steht dann meistens Amperestunden oder Milliamperestunden drauf. Also so die typischen Nickel-Cadmium-Akkus oder Nickel-Metall-Irgendwas-Akkus haben so eine Werte wie 3200 Milliamperestunden oder 2600 Milliamperestunden oder was auch immer. Wie muss man diese Maßeinheit lesen? Unten mal ein Beispiel, wenn ich da einen Nickel-Metall-Hybrid-Akku mit 3200 Milliamperestunden laut Datenblatt habe, dann reicht so ein Ding theoretisch 20 Stunden, wenn ich 20 Stunden lang 160 mA, was so der typische Wert wäre für so ein ESP-Modul wäre, kann ich das 20 Stunden lang betreiben. Also wenn ich auch WLAN angeschaltet habe, bla, und keine Optimierung gemacht habe und so weiter und so fort. Das sind theoretische Werte. Wie bringe ich jetzt das in Verbindung mit meiner Kurve? Also ich habe ja im Prinzip den Strom und die Zeit aufgenommen und laut Adam Riese ist ja der Flächenhalt unter dieser Kurve die verbrauchte Energiemenge in Stromfluss pro Zeiteinheit. Also man braucht ja eigentlich nur den Flächeninhalt hier drunter berechnen und dann weiß ich, was ich für dieses einmal Laufen der Firmware an Strom verbrauche, an Energieverbrauche und kriegt diesen Wert in Milliampere pro Stunde. Also Flächeninhalt ausrechnen und dieser Flächeninhalt unter so einer Kurve ist ja im Prinzip das Integral unter der Kurve. So, Flächeninhalt unter dieser Kurve, das Integral ausrechnen, ist relativ, da gibt es verschiedene Geschichten, wie man es machen kann. Das Einfachste ist, man bildet einen Mittelwert des Stroms über den ganzen, über alle Messpunkte und teilt das durch die Zeiteinheit oder durch die Zeit. Ich habe es mir ein bisschen komplizierter gemacht, weil ich auch ein bisschen Python lernen wollte. Ich habe wirklich von Programmabschnitt zu Programmabschnitt den Flächenerhalt berechnet, auch noch mit einer Dreiecksfunktion, um diese Spitzen dort teilweise mit rauszubekommen. Wenn man Influx, deswegen hatte ich vorhin diesen Ausflug zu Influx mal erwähnt, benutzt und die Werte in einer Influx-Datenbank hat. Wer Influx kennt, da gibt es auch eine Integralfunktion, damit der kann man im Prinzip auch den Flächeninhalt unter Messpunkten ausrechnen. Und mit Sicherheit gibt es noch andere numerische Verfahren. Mit Sicherheit kriegt man das auch in GNUplot hin, da den Flächeninhalt unter dieser Kurve berechnen, aber damit habe ich mich dann, ich habe mich damit kurz beschäftigt gehabt. Wie gesagt, es gibt verschiedene Dinge, Wege, wie man da hinkommt. Wenn man sich jetzt diese Kurve hier anguckt, diese typische Kurve,
und dort den Flächeninhalt ausrechnet, kommt man irgendwo auf 0,034 Milliampere pro Stunde und auch relativ konstant über alle Messungen. Und dann hatte ich ja schon gesagt, alle 2 Minuten lang schaltet sich das Ding an. Das heißt also, wenn man das jetzt auf 1 Stunde hochrechnet, sind das ein bisschen mehr als 1 Milliampere pro Stunde. So, jetzt muss man noch den fließenden Strom im Deep Sleeve hinzurechnen. Es fließen da ungefähr 0,3 Milliampere. Das ist also einmal der ESP, das sind einmal die Sensoren und ich glaube, der Spannungsregler, den ich da, der ist zwar relativ stromsparend, den ich da verbaut habe, aber der verbraucht auch noch ein bisschen Strom. Deswegen 3 Milliampere ungefähr. Das ist auch ein Messwert, den ich aus meiner Messschaltung rausbekommen habe. Und wenn man das jetzt alles zusammensummiert, dann kommt man irgendwo pro Stunde auf 1,3 Milliampere pro Stunde Verbrauch. So, wenn man das jetzt hochrechnet, zu einem typischen Beispiel an Akkus, wie ich sie dann benutzt habe, kommt man theoretisch auf eine Laufzeit von 100 Tagen, also ein bisschen mehr als 100 Tagen, also 3 Monate. Ein bisschen mehr als 3 Monate ist ein theoretischer Wert. Ich habe es natürlich dann auch irgendwann mal nachgeprüft und habe dann auch mal, also ich speichere auch im Grafana nicht nur die Sensorwerte ab, sondern eben halt auch den Stromverbrauch. Also nicht den Stromverbrauch, sondern die Akkuspannung. Also die grüne Linie ist diese konstante 3,1 Linie nach der Stromstabilisierung und die gelbe Linie ist die Spannung des Akkus, der in dem Modul verbaut ist. So, und dann komme ich praktisch auch Messzyklen mal nachgeprüft, ungefähr auf 2 Monate. Woher kommt jetzt diese große Diskrepanz? Zum einen wird man so einen Akku mit einem 0815 Ladegerät mit Sicherheit nicht auf 2,6 Amperestunden hochladen können. Also man wird mit Sicherheit oder mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht die volle Akkukapazität wieder aufladen können. Und dann kommt ja eben halt dazu, dass dieses ESP-Modul ja auch noch ein bisschen mehr Strom verbraucht, als im Datenblatt drin steht. Also wenn ich da irgendwo in einem Datenblatt lese, wenn der sendet 300 Milliampere, also das ist nicht besonders zuträglich für so einen Akku. Also da, also für mich ist das schon ganz erklärlich, dass ich nur 2/3 von der theoretischen Laufzeit erreiche, wegen den höheren Strömen, die ich da rausziehe und in Anbetracht, dass ich den Akku nicht immer hundertprozentig hochlade. Gut, endlose Stromversorgung impliziert jetzt natürlich auch, das war ja der Aufhänger mit dem Smiley, hier ist er wieder, wenn man jetzt noch ein Solarpanel dran hängt, wie man den in so einer typischen Gartenlampe hat, den noch mit so einer Sperrdiode versieht, dass, wenn es dunkel ist, nicht der Strom vom Akku in das Panel wieder zurückfließt, also eine einfache Sperrdiode hier in diesen Zweig mit rein, dann habe ich die endlose Stromversorgung. Und das ist jetzt mal ein Bild der Laufzeit, wie das Modul gerade bei mir läuft. Ich habe irgendwann das Ding direkt am 1.1., aber kurz danach, mit einem Solarpanel noch versehen. Und seitdem läuft das Ding autark. Ja, man sieht jetzt hier, okay, hier war im Winter, also so mal dunkel, scheint die Sonne nicht allzu oft. Ich muss dazu sagen, der liegt hier auch noch bei mir auf dem Fenster. Ich habe es noch nicht in meinem Garten verbaut, das Ding. So, dann schien die Sonne rein in mein Fenster. Da sieht man, achso, die rote Linie ist übrigens die Helligkeit an meinem Fenster. Da sieht man also, wenn das hier über einen bestimmten Wert ansteigt, die gemessene Helligkeit in Lux irgendwo so bei 1000, nee, bei 10.000, da fängt dann das Solarmodul an, den Akku hier aufzuladen. So, hier war mal interessante Geschichte. Hier habe ich mal für 2 Monate lang, für knapp 2 Monate lang mal das Fenster verdunkelt, sodass das Panel im Dunkeln war. Und da sieht man dann, dass es runtergeht. Das ist ja dann im Prinzip, wenn man in Finnland wohnt, ein halbes Jahr dunkel ist, Spaß. Dieser Akku ist ja im Prinzip zum Puffern. Also wenn ich keine Sonne habe, über die Nacht zum Beispiel, oder eben halt, wenn ich in Finnland bin, wenn es da den finnischen Winter gibt, wo es dunkel ist, diese Zeit braucht man ja, muss der Akku puffern, weil der nicht durch die Sonne aufgeladen wird. Aber wenn man das jetzt hier so im Summa summarum sieht, bin ich hier schon irgendwo bei 8 Monaten. Und letztendlich ist das Ding nur dadurch begrenzt, wie lange diese Akkus halten. Also wie lange dieses unzyklische Auf- und Abladen
Auf- und Entladen vertragen, irgendwann, so wie jetzt bei der ersten Station, Wetterstation von heute früh, wo der Akku wirklich ausgefallen ist und da hängt eigentlich auch ein Panel dran, da wird wahrscheinlich jetzt der Akku breit sein. Ja, also das ist ja kein Aufladen nach genormter ja, wenn hier Strom fließt, wenn der hier höher ist als die Akkuspannung, dann fließt das hier rein und dann wird sich das, lädt sich das Zeug irgendwo auf. Deswegen gibt es hier auch kein Lademodul dran. Da sind diese Metall-Hybrid-Akkus relativ pflegeleicht. Ja, genau. Gut, aber ich bin da ganz zuversichtlich. Ein, zwei Jahre komme ich mit diesen frischen Akkus, die da drin sind, und dieser Solarzelle locker. Und wenn da mal was passiert, muss man nur diese Akkus da austauschen und dann geht's weiter. Deswegen endlose Stromversorgung. Funktioniert. Gut, hier nochmal ein paar Links. Und ansonsten bin ich eigentlich fertig. Und wer Fragen hat, fragt. Und die Simone hat auch schon eine Frage gestellt. Musste ich vorhin schon schmunzeln. Kann ich dir nicht sagen, Simone. Gut, hat noch jemand Fragen? Ja, schönen Dank für den detaillierten Überblick und die endlose Spannungsversorgung. Ist der nächste Schritt ja das Perpetuum mobile? Ja gut, die Sonne muss scheinen, ne? Ja, genau. Aber man kann ja auch andere Stromquellen nehmen, was weiß ich, Erdwärme, Windenergie. Ja, also Solarmodul war jetzt so das naheliegendste, aber man kann ja auch noch irgendwie anders Energie ernten. Man muss es ja nicht nur über die Sonne machen. Es gibt ja Windenergie, Wasserenergie, Wärmeenergie, keine Ahnung, Energie. Atomkraftwerk ist ein bisschen ungünstig, aber ja. Das ist vielleicht auch ein bisschen groß für einen kleinen Sensor, ne? Ja. Gut, keine Fragen sehe ich. Schade. Vielleicht gehe ich nachher mal in die Kaffeeküche. Da würde mal sagen, oder jetzt kommen doch ein paar Fragen. Mal gucken. Ja, nein, ja. Also also die Frage lautet dort, wenn du Influx dahinter hast, kriegst du keine Benachrichtigung, bla bla bla. Also gerade jetzt für diese Wetterstation, die heute früh oder gestern ausgefallen ist, da ist keine Influx-Datenbank dahinter, da ist was anderes dahinter. Aber jetzt für diese Daten, für die Wetterstation mit dem ESP, ich mache es nicht über die Influx-Datenbank und auch nicht über Grafana, aber so die in Dread reinspiele, also MQTT-Nachricht in Node-RED, Influx und dann Grafana, dieses Node-RED-Flow, der Node-RED-Flow, den ich da geschrieben habe, der überwacht dann auch die Spannung und wenn die unter, müsste jetzt liegen, 2,9 Volt fällt, dann kriege ich eine E-Mail. Also ja, habe ich implementiert. Da lag diese Wetterstation nämlich hier bei mir auf dem Schreibtisch und wie ich so bin, ohne Gehäuse und dann ist da so ein Metallkugelschreiber irgendwie zufällig raufgefallen und habe ich dann eine Mail bekommen, weil die Spannung eingebrochen war auf Null. Und habe ich dann erstmal gesucht, warum. Oh, und dann habe ich gesehen, ja, Metallkugelschreiber, äußerst ungünstig. Aber sie hat es überlebt. Aber das ist dann so eine Geschichte, die man dann natürlich aufmachen kann. Ja, klar. Gut, wenn keine Fragen sind, ich gehe mal 5 Minuten eine Zigarette rauchen und dann werde ich mich bestimmt noch eine halbe Stunde am Kaffeestand aufhalten und wer da Fragen oder was wissen möchte oder einfach nur ein bisschen mit mir plauschen möchte, können wir uns dort treffen. Okay, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank für deinen Vortrag. Dann dem Rest und also euch gleich noch eine schöne Runde in der Kaffeeküche und uns allen noch eine schöne restliche Frostcon. Alles klar. Ich wünsche euch alles Gute. Danke. Ciao.